Hallo und Servus zusammen. Ich begrüße euch im Österreich auf der schönen Karte Walchen 2020. Ja, heute geht's hier in luftiger Höhe weiter. Nee, eigentlich falsch. In luftiger Höhe geht's heute nicht weiter, sondern heute geht's runter ins Tal. Im letzten Video habe ich ja hier noch auf der Wiese, die vor uns liegt, die Silageballen abgefahren. Hab die aufgestapelt und Mischrationen für meine Kühe gemacht. Die sind jetzt erstmal grundversorgt. Und hatte ich ja schon gesagt, wenn das dann geschehen ist, dann werde ich mich unbedingt mal um meine Felder unten im Tal kümmern müssen. Und das wollen wir heute machen. Hab beim Sepp vom Maschinenring schon angerufen. Der bietet ja den Service an für alle Kollegen hier im Umkreis, dass er Technik zu stehen hat für die Feldbearbeitung, sprich Traktor, Streuer, Pflug, Sämaschinen, alles da. Und da kann man sich anmelden bei ihm, kann das Equipment mieten und dann seine Felder damit versorgen. Hat natürlich den riesen Vorteil, dass wir da nicht alles doppelt und dreifach kaufen müssen, um unsere kleinen süßen Felder da unten noch zu bewirtschaften. Also, wir werden jetzt mal hier mit dem Pickup ins Tal runterfahren. Er hat mir zugesichert, ich kann die Sachen, die ich brauche, Traktor, Pflug, Düngestreuer und so weiter, kann ich heute kriegen. Braucht gerade niemand anders. Ja, da wollen wir das natürlich ausnutzen. Auf dem Plan steht, ich habe ein kleines Gerstefeld. Da sind die Pflänzchen noch recht klein. Also die Gerstepflänzchen, dafür die Unkrautpflanzen schon relativ groß. Hoffe ich mal, dass ich die noch mit dem Striegel bekämpfen kann. Den hat er nämlich auch da. Und wenn wir das gemacht haben, habe ich noch ein brachliegendes Feld. Dort müssen wir Kalk streuen, Pflug anhängen und das Ding erstmal pflügen. Und das dritte Feld, was in meinem Besitz ist, da ist Mais drauf. Der ist, ja, halbwüchsig, möchte ich mal sagen. Dauert aber schon noch eine ganze Weile, ehe wir den dann dreschen können. Ein Drescher hat er auch da unten, also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Idee von ihm, dass er da sich die Technik angeschafft hat und die doch zu, finde ich, moderaten Preisen an uns kleine Bergbauern hier vermietet. Sind ja noch mehr Kollegen hier oben, die auch hier oben Milchviehwirtschaft, Schafzucht und so betreiben und hier oben auch nur Wiesen haben größtenteils und im Tal ein paar kleine Felder. Oh, jetzt wäre ich ja fast von der Straße abgekommen. Ja, und seit ich auf der Karte hier angefangen habe, habe ich mich ja noch gar nicht um die Felder kümmern können. Hat er ja gesagt, die Tiere, die können sich nicht selber versorgen. Also stehen die erstmal ganz vorne dran in der Warteschlange. Und dann erst kommen die Felder. So, nun stellt euch vor, ich müsste hier jetzt meinen Pflug, ich müsste meine Sämaschine, alles erst hier runterfahren, wenn ich es denn besitzen würde. Da wäre der halbe Tag schon rum, ehe man überhaupt zum Anfang kommt. Na? Ich dachte, die wollte jetzt auch noch rüber. Die hat doch gerade noch nach links geguckt. Links antäuschen und geradeaus weiterlaufen, jawohl. So, tanken müssen wir nicht, weil mit dem Pickup bin ich auch so gut wie noch gar nicht gefahren. Alles soweit mit dem Traktor erledigen können.
Das merke ich gerade, jetzt bin ich noch mal um Bogen gefahren. Hätte. Hm. Ja, na gut. Aber wie gesagt, so oft war ich noch nicht im Tal hier unten. Das war jetzt nicht ganz so clever. Aber dadurch konntet ihr sehen, es führen viele Wege zum Sepp vom Maschinenring. Hier ist die zweite Tankstelle im Ort. Hatte ich, glaube ich, schon bei der Map-Vorstellung gezeigt. Also viel gibt es nicht hier, aber zwei Tankstellen immerhin. So, mal gleich noch mal gucken hier. Das ist nämlich mein Feld in Anführungszeichen. Also es ist wirklich nur ein Handtuch. Ja. Und das Unkraut, wie schon erwähnt, steht höher wie die Gerste. Deswegen hoffe ich mal, dass wir das jetzt noch hier mit dem Striegel wegkriegen. So, wo stellt man denn das Auto hin, dass es jetzt nicht weiter stört, falls hier noch irgendjemand was zu schaffen hat und zu tun hat auf dem Hof. Am besten hier am Rand ans Silo ran. So. Der Sepp ist heute gar nicht da, der hat schon gesagt, ich kann mir alles wegnehmen. Schlüssel weiß ich, wo sie hängen. Und ja, er ist auf irgendeiner Messe da unterwegs. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich hier schon mal einen Striegel, hier sehe ich einen Pflug. Das ist schon mal gut. Sämaschinen brauchen wir jetzt noch nicht, das ist dann erst später dran. Traktor, meinte er, hier hinten wäre noch eine Halle. Genau. Und da hat er natürlich auch was Schönes stehen. Also gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und zwar ein Deutz Agrodrohn. 150 PS. Das kleine Ding. Sehr wendig. Sehr schönes Teil. So. Und hier ist der Streuer. Und den müssen wir uns erstmal auffüllen. Hat er auch gesagt, in dem Silo. Entschuldigung. Oh, irgendwie verschluckt. Ja, in dem Silo ist Kalk und Dünger drin. Kann ich mir rausnehmen. Schreibt er dann alles mit auf die Rechnung drauf. Ja, springt doch recht kraftvoll an, das kleine Ding. So, was ist denn hier mit einem Kabel oder einem Schlauch? Ist nicht. Na gut. Der hat auch Simple IC hier, der Kollege. Finde ich natürlich herrlich. Kann man auch von außen die Tür aufmachen. Anders wie bei meinem Unimog. Da funktioniert es gerade nicht. So, Streuer oben. Was ich jetzt natürlich nicht brauche, ist eigentlich der Ballenspieß. Und den werde ich auch leicht hier auf dem Hof lassen. Oh, der klingt ja richtig böse.
So, denke ich, ist es ganz okay. Wobei, jetzt fällt mir gerade ein, ja. Völliger Quatsch. Eigentlich wollte ich mich um das Unkraut erst kümmern und das mache ich auch. War halt nur, weil der Streuer genau hinterm Traktor stand. Also, Kommando zurück. Und erstmal den Striegel angebaut. Das sollte ja bei dem Minifeld da eine Sache von ein paar Minuten sein. Oh, oh, sachte, sachte, sachte. Auch keinen Schlauch. Naja, dann ist es halt so. So. Wenn ich das richtig sehe, sind das zwei Bahnen hier, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall kriege ich das Unkraut noch weg. Das ist mir erstmal ganz wichtig. Irgendwas kratzt mir jetzt gerade im Hals. Das ist immer so. Die ganze Zeit nichts. Und wenn du dann die Aufnahme gestartet hast, dann kratzt und tut's im Hals irgendwie komisch. Sorry nochmal dafür. So, naja, dann noch eine halbe Bahn hier und dann ist schon gut. Sag ja, das sind die Felder, die ich als Startfelder hier dabei hatte. Hab ja als neuer Farmer begonnen. Ob ich die dann perspektivisch behalte oder nicht, muss ich mal schauen. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Das andere Feld, wo wir jetzt hinfahren, was da noch brach liegt, das werde ich auf jeden Fall behalten. Aber das hier, entweder kauft man noch was dazu, wenn mal was angeboten wird hier. Es sind immer mal wieder Felder, die von älteren Kollegen da abgegeben werden, weil sie nicht mehr so viel schaffen oder machen wollen oder beziehungsweise den Hof ganz aufgeben.
Muss ich mal sehen, was die Zeit bringt. Im Moment mit meinen knapp 50.000 auf dem Konto muss ich mir da sowieso keinerlei Gedanken machen. So, kommen wir hier wieder rein. Oh, klappt doch ganz gut. So. Na, wo ist denn jetzt das Ding zum Zumachen hier? Sehe ich es gerade nicht. Ach, der Pflug ist davor. Jetzt haben wir es. So, und jetzt hängen wir den Streuer an, bringen Kalk aufs Feld und dann geht's ans Pflügen, genau. Wahnsinn, wie weit ich meinen Kopf nach hinten drehen kann, oder? Nicht drauf springen. So, 10.800 Liter Kalk hat er hier drin. Das passt. Oh, was gar nicht passt, ist das. Trotz, dass es vorbeigegangen ist, habe ich was im Streuer. Super. Aber soll ja ein bisschen schön aussehen, ne? Gut. Los geht's. Oh wei, oh wei, oh wei. Das Ding klingt ja wie eine Zeitbombe. Richtig schöner Blinker-Sound da. Was ist denn das? 80er? 90er? Hm? 90er. Aber egal. Den vergisst du auf keinen Fall auszumachen, bin ich der Meinung. So wie das Ding schreit. So, und das ist mein zweites Feld. Das ist schon eine ganze Zacke größer. Noch nicht ganz so schnell. Ich finde, das sieht irgendwie immer ein bisschen schöner aus. Tja, mit Vorgewende ist hier auch so ein Ding, sage ich jetzt einfach mal. Kann mir mal einer sagen, wieso das Feld keinen Kalk annimmt? Benötigt Kalk, muss gepflügt werden. Ich habe Kalk geladen. Hm? Okay.
Puh, haben wir da jetzt einen Fehler auf der Karte entdeckt hier? Sagt, das Feld ist im Urzustand. Jetzt muss ich hier mal gucken. Feldfrüchte, Wachstum. Es ist nichts drauf. Es muss gepflügt werden. Jetzt schalten wir mal das Pflügen aus. Benötigt Kalk. Wollt ihr mich jetzt irgendwo verarschen hier? Tja, aber das sind so Sachen, das merkst du dann erst, wenn du eine Weile auf der Karte bist. Das ist, würde ich mal als netten kleinen Fehler bezeichnen. Also. Nix, es staubt wie verrückt, aber es nimmt keinen Kalk an. Das ist natürlich jetzt richtig blöd. Bringt mich ja schon fast ein bisschen aus dem Konzept. Nicht, dass das Pflügen jetzt auch nicht geht, oder? Das wäre ja noch der Super-GAU. Mache ich mir jetzt schon ein bisschen Gedanken. Weil bislang, muss ich sagen, habe ich noch keinerlei Fehler auf der Karte entdecken können. Bis jetzt. Funktioniert soweit alles richtig gut. Grundgewicht hat er nicht da, der Kollege hier. Ja, wenn ich ja noch irgendwo hängen bleibe, ich fahre oben raus. So, dann wollen wir mal sehen, ob es hier noch eine andere Überraschung gibt jetzt oder nicht. Ach nee, ich muss ja gar nicht aus der Mitte raus anfangen, fällt mir gerade ein. Es ist ja ein Wendepflug. So, also das funktioniert schon mal.
denke, 9 km/h ist auch schon mehr als reichlich. Aber ich meine, ich muss das Feld ja jetzt eh in dem Video hier nicht fertig bekommen. Tja, also mit dem Kalken, das ist natürlich nicht so schön. Bin ich dann mal gespannt, was auf den anderen Feldern noch so passiert, wenn die dann mal irgendwie bewirtschaftet und beackert werden müssen von mir. Kann es mir jetzt gerade nicht so richtig erklären. So, und was bauen wir hier an? Also, auf dem kleinen Mini-Acker, wo wir vorhin waren, im Striegel, dort wächst Gerste. Die Gerste werde ich auf jeden Fall als Hühnerfutter brauchen. Wird jetzt auch keine Riesenmenge runterkommen von dem Feld, aber ich denke, für meine faulen Hühner wird es reichen. Die legen sowieso kaum Eier. Auf dem anderen haben wir Mais. Auf jeden Fall muss irgendwas mit Stroh drauf. Weizen, Gerste. Ja, irgend sowas, Hafer. Weil in erster Linie brauche ich das Stroh. Der Kalk, der fehlt natürlich dann. Ne? Das macht schon bei der Ernte dann ein paar Prozent aus, was wir weniger Ertrag haben. Was ich noch probieren könnte, nach dem Pflügen hier nochmal mit dem Kalkstreuer ran. Dann sowieso ja, grubbern bzw. mit der Direktsämaschine ran. Je nachdem, was wir drauf machen. Naja, ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen, wie die Sache noch ausgeht hier. Auf jeden Fall ist es eine Traumkulisse hier zum Arbeiten, zum Urlaub machen auf jeden Fall auch.
Ja, und ich würde sagen, mit diesen Bildern vom schönen Akrodron, im Hintergrund die Berge und so weiter und so fort, möchte ich mich verabschieden von euch. Ich werde hier, wie gesagt, das Feld jetzt noch zu Ende pflügen und dann mal schauen, was wir mit dem Kalk irgendwo noch reißen können oder nicht. Ihr erfahrt es auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut doch gerne das nächste Mal wieder rein, wenn wir hier weitermachen im schönen Salzburger Land auf der Walchen 2020. Bis dahin, tschüss.